Hey, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Kirche 365. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Predigt. Wir sehen uns gleich im Anschluss nochmal. Ich stelle mich kurz vor, ich bin der Jürgen Kramer, der Pastor hier der Kirche 365 am Standort Mühldorf. Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. Und es ist so schön, dass wir Gott zusammen feiern dürfen, jetzt auch gerade in dieser Adventszeit, zum zweiten Advent, dass wir Jesus feiern dürfen. Und ich lade uns alle ein, der du auch zugeschaltet hast, vielen Dank, im Podcast zuhörst und der du auch hier bist, dass wir heute uns auf Gott ausrichten und das, was er für uns hat, auch dann empfangen und mitnehmen. Wir sind in der Predigtserie, es geht ums Herz und heute schauen wir uns im letzten Teil der Predigtserie, schauen wir uns so ein bisschen göttliche Mathematik an. Also ich sage bewusst göttliche Mathematik, weil wenn wir zurück an unsere Schulmathematikzeit denken, denkt der eine oder andere vielleicht, oh gut, dass die Mathematik vorbei ist. Und zu meiner Zeit, ich war ganz, ganz gut in Mathematik, also war da gesegnet und dankbar. Und dennoch war es so, in der letzten Klasse, im zweiten halben Jahr dann, ging es um Wahrscheinlichkeit. Und das hatte ich ganz, die Mathematik ging ganz gut, aber dann die letzte Klasse Wahrscheinlichkeit war dann so, mein Freund und ich sind in der letzten Reihe gesessen und wir haben uns angeschaut und wir haben das einfach nicht richtig verstanden. Und Wahrscheinlichkeit, da geht's um die absolute und relative Häufigkeit. Und das gibt es bei Gott nicht, eine absolute oder relative Häufigkeit nach dem Motto, nach welcher relativen Häufigkeit erfüllt sich das Wort Gottes? Wann ist Heilung, wann ist nicht Heilung? Das gibt es bei Gott nicht. Und deswegen gibt es bei Gott eine Wahrheitsrechnung, eine Realitätsrechnung und eine Segnungsrechnung. Wenn ich das so sagen darf, Rechnung immer in Anführungszeichen. Also bei Gott gibt es immer Wahrheit, es geht immer um Wahrheit, eine Wahrheitsrechnung. Und seine Wahrheit ist die Realität, nicht die Realität, die wir sehen. Und seine Wahrheit ist immer mit Segen verbunden, immer. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und da ist mir ein toller Satz eingefallen, rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Und in der Vorbereitung ist mir das wirklich, wirklich von Gott gekommen und ich möchte das dem einen oder anderen weitergeben, der du vielleicht entmutigt bist, dieses Wort der Ermutigung, rechne mit Gott in deiner Situation, rechne mit Gott. Gott ist da und Gott wird eingreifen, Gott wird handeln und rechne mit Gott. Sei bereit, dass Gott eingreift und dass Gott was in deinem Leben tut. Und in der Schule haben wir gelernt, und das sehen wir gerade bei unserem Ben, Addition, das geht dann los mit den Fingern, du zählst zusammen, dann ziehst du was ab, dann kommt Teilen dazu. Ja, wenn du zwei Sachen hast, dann gib eins weiter. Und die Kinder lernen Teilen. Und heute schauen wir uns an Multiplikation. Multiplikation. Und Gott ist ein Gott der Multiplikation. Keine Addition oder Subtraktion oder Division, sondern Gott ist ein Gott der Multiplikation. Und das ist auch der Predigttitel von der letzten Teil 5, es geht um das Herz, die Prinzipien der Multiplikation. Also Gott hat in seinem Wort beschrieben und in der Welt gibt es Prinzipien Gottes oder Gottes Prinzipien der Multiplikation. Und die wollen wir uns anschauen. Und die Frage an der Stelle, willst du Multiplikation in deinem Leben erleben? In allen Bereichen. Und das ist ein biblisches Prinzip in alle Bereiche hinein. Und wir lesen, und das ist überschrieben bei mir, die Speisung der 5000. Und falls du die schon mal gehört hast oder gelesen hast, dann lade ich dich ganz besonders ein, dabei zu sein, lebendig zu sein und möchte auch einladen, dass wir uns dann in diese Geschichte auch hineinversetzen, nicht als Außenstehende, die anschauen, sondern wirklich uns mit hineinnehmen. Da möchte ich nachher dann ein bisschen was erzählen dazu. Also wir lesen Lukas Kapitel 9 ab Vers 12 und wenn du Bibel hast, digital oder in echt, hätte ich beinahe gesagt, dann schlag doch auf und lies mit. Lukas 9, Vers 12. Aber der Tag fing an, sich zu neigen und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, zu Jesus, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Vers 14, denn es waren etwa 5000 Männer,
Er sprach aber zu, also Jesus sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und die Parallelstelle finden wir dazu, Matthäus 14, Vers 21, die lesen wir jetzt nicht. Und hier ist die Anzahl von 5000 Männern. Und man muss dazu wissen, dass damals zu der jüdischen Zeit, damals war es so, dass praktisch der Mann gezählt worden ist, aber der Mann stand praktisch für die Familie. Das heißt also, es waren 5000 Familien da und die durchschnittliche Größe der Familie, zu der Zeit waren 4 bis 5 Kinder. Durchschnittlich. Das heißt, wenn wir jetzt heute mit 3 rechnen, oder da haben damals Beispiel 5 Personen, 5000 Familien, 25.000 Menschen dort und das ist schon richtig viel. Und wir haben hier gelesen, der Tag fing an, sich zu neigen und die 12 traten herzu, die Jünger, und sprachen zu ihm, entlasse das Volk. Also wir machen mal das Beispiel für uns hier im Gottesdienst, wir haben den ersten Gottesdienst und der hier vorne steht, der predigt einfach weiter. Dann kommen die zum zweiten Gottesdienst, kommen hinein, dem Kindergottesdienst werden sagen, hey, was ist da los? Und als Beispiel, ich würde immer weiter predigen, dann haben wir 14 Uhr, dann haben wir 15 Uhr, dann haben wir 16 Uhr und ich kriege schon hinten vom Andreas Marein Zeichen. Die Technik fängt an den Countdown, 5 Minuten, so nach dem Motto, hey, jetzt hör endlich auf, es wird Zeit und man merkt so langsam, wie der Magen anfängt zu knurren und es beginnt so Unverständnis. So, und der Tag neigt sich des Abends. Ja? Also wenn wir uns das vorstellen, so war das damals und ich mache das jetzt ein bisschen größer, wenn wir sagen, wir wären jetzt bei dem Kingdom Park zum Beispiel und haben eine große Fläche und über Jesus ist der Sprecher und über Social Media sind Leute eingeladen worden und es sind dann eben 25.000 Personen da. Und stell dir vor, du bist im Teil des Service-Teams von Jesus. Ja, und Jesus ist angefragt und so ein Sprecher gibt mal eine Stunde, vielleicht 2 Stunden, wenn es hochkommt. Ja. Und Jesus predigt immer weiter, und es wird Sonntagabend, es gibt keine Geschäfte, die offen haben und es gibt dann das eine oder andere Restaurant und du bist jetzt im Team und du merkst selber, wie du unruhig wirst, weil du Hunger bekommst. Ja, und weil du denkst, boah, das ist ja irgendwie ewig lang und dann sind die Kinder dabei und 25.000 Menschen, 5.000 Familien und denkst, boah, das ist Jesus, was ist los? Ja? Und dann heißt es hier, es sprach, und dann machst du dich auf, die 12 machen sich auf, also das gesamte Service-Team, nicht du alleine, sondern das ganze Service-Team in geballter Kraft kommt zu Jesus und sagt, Mensch, Jesus, es ist schon echt schon spät und weißt ja, weil die haben Hunger und wie sollen die heimkommen und wie geht das weiter? Und dann sagt Jesus, hey, gebt ihr ihnen zu essen, entspannt euch, gebt ihr ihnen zu essen. Also du bist Teil dieses Service-Teams. Ja, und ihr sagt, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Die 25.000, Kingdom Park, es wird Abend, die Nacht bricht herein. Und dann sagt Jesus, er sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Gruppenweise setzen. Also das ist schon eigentlich das erste Wunder. Wie schaffst du es, ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher, ohne Verstärker, 25.000 Personen, 50 zu 50, dass sie sich hinsetzen? Also hier haben wir schon das erste Wunder. Und wir lesen weiter. Er sprach zu ihnen, gebt ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bei uns in Bayern, wir haben 5 Brezen und 2 Weißwürste. Mehr haben wir nicht, Jesus, also du bist Teil dieses Service-Teams und hey, wir vom Service-Team, wir haben noch was übrig gehabt, wir haben zusammen haben wir 5 Brezen und 2 Weißwürste und was machen wir da jetzt damit? Und Vers 14, es waren 5000 Männer, er sprach zu ihnen, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und Vers 15, und sie machten es so und ließen sich alle setzen. Also wie gesagt, du hast ein Dauerteaching von Jesus gehabt, Stunden über Stunde, da gab es dann keine Pause, so eine Wohlfühlpause, wo du dann snacken kannst oder so, sondern wirklich, das ging Stunden durch. Und sie haben sich tatsächlich hingesetzt und die Gruppen auf 50 Personen waren jetzt voller Erwartung. Ja, wir haben alle Hunger, die Kinder sind unruhig und es sind jetzt richtig, richtig voller Erwartung. Und dann lesen wir Vers 16. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Also die 5 Brezen, die 2 Weißwürste, wird man heute sagen. Also die Jünger bringen es ihm. Jesus nimmt das,
Jesus nimmt die 5 Brote und die 2 Fische, blickt zum Himmel auf und segnet sie. Er brach das auseinander, die 5 Brote, und gab sie den Jüngern, damit diese in der Menge austeilten. Und damals die Jünger, 12 Jünger, wir würden heute sagen, wir im Serviceteam im Kingdom Park, ja, du kriegst jetzt 5 Brote gebrochen, hast sie auf dem Teller, hast 25.000 Menschen vor dir und sagst, okay, jetzt gebt ihnen zu essen. Ja, und der Petrus war sicherlich der Erste, der gesagt hat, klar, mach ich, springt von der Bühne runter, geht hin und dann steht er vor dem Ersten mit dem Teller und mit dem abgebrochenen Brot und sagt, was sagt er? Nimm dir nur ein bisschen? Oder sagt er, nimm reichlich? Oder vielleicht hat auch gar nichts gesagt und hat nur geschaut, was passiert jetzt? Ja. Und auf jeden Fall haben die Jünger angefangen, das zu verteilen. Und vielleicht war es so, dass zum Schluss wirklich nur noch ein Brotkrumen da war. Aber dann ist dieser Brotkrumen dann wieder zu einem Brot geworden. Und dann hast du verteilt und es ist nicht weniger geworden. Es ist einfach nicht weniger geworden, sondern es ist im Gegenteil, es ist mehr geworden. Und wir lesen nachher auch noch, dass 12 Brotkörbe übrig geblieben sind. Also das ist hier passiert. Und Lukas 9, Vers 16. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Das ist hier passiert. Und dieses Wunder ist passiert, dass diese 25.000 Menschen alle genug zum Essen hatten. Alle hatten genug zum Essen. Und ich habe das für uns kurz zusammengefasst. Und zwar, was ist passiert? Die Jünger brachten Jesus, wir würden heute sagen, und unsere 5 Brezen, die 2 Weißwürste, 5 Brote, 2 Fische. Die Jünger haben es zu Jesus gebracht. Jesus hat es genommen aus der Hand der Jünger. Jesus hat das, was er aus der Hand der Jünger genommen hat, hat er gesegnet und Jesus gab es in die Hände der Jünger wieder zurück. So war das damals bei Jesus. Heute, für uns gilt heute, wir bringen Jesus die Sachen. Wir sollten, wenn wir nichts Jesus bringen, passiert auch nichts. Das heißt, wir bringen unsere Angelegenheiten oder in dem Beispiel die 5 Brote und die 2 Fische. Wir bringen Jesus. Jesus nimmt es aus unserer Hand. Jesus segnet das, was wir ihm gebracht haben. Und Achtung, Jesus gibt uns das, was er gesegnet hat, wieder zurück in unsere Hände. Frage, wenn wir zurückgehen an diese Geschichte, an diese wahre Begebenheit, in wessen Händen ist das Wunder passiert? Praktisch ist das Wunder in den Händen der Jünger passiert. Jesus hat es gesegnet und ich will mal so sagen, da war die Wunderkraft drin. Aber wenn Jesus es behalten hätte, wäre nichts passiert. Jesus hat es den Jüngern gegeben und wenn die Jünger nicht aktiv gewesen wären, wäre das Wunder nicht passiert. Also wäre das Wunder nicht in die Realität gekommen. Nicht der Herr hat das Wunder gemacht, also er hat es schon gewirkt, aber es ist in die Realität gekommen durch die Hände der Jünger. Und so gilt das heute auch noch. Das heißt, die Dinge kommen in die Realität, indem wir es tun. Und das ist das erste Prinzip der Multiplikation oder das erste Prinzip der Multiplikation Gottes ist folgendes: Es muss zuerst gesegnet sein, bevor es multipliziert werden kann. Das heißt, wir müssen es zuerst in die Hände Jesu geben, damit er es segnen kann.
Und dann kann es sich multiplizieren. Wir können das nicht multiplizieren. Das heißt, das erste Prinzip ist, es muss zuerst gesegnet sein, bevor es multipliziert werden kann. Und für uns ganz grundsätzlich gilt, und da lesen wir im Hebräer 7, Vers 8, es geht ums Herz. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Jesus ist derjenige, der lebt, der ewiglich lebt. Er war, er ist und er wird immer leben. Das heißt, Jesus bekommt den Zehnten. Jesus bekommt geistlich den Zehnten. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Also Jesus bekommt den Zehnten. Was machen wir damit zum Thema Finanzen? Wir geben es in seine Hand. Und dann kann er es segnen. Und was passiert dann? Dann kann es sich multiplizieren. Und das ist das göttliche Prinzip. Das Gleiche ist, und das ist mir in der Vorbereitung gekommen, das Gleiche ist mit meiner Zeit. Ich bringe meine Zeit, bringe ich Jesus. Nicht ich wurschtel durch meinen Alltag, sondern ich bringe ganz bewusst meine Zeit Jesus und sage, Jesus, hier ist meine Zeit. Ich gebe sie dir. Auch meine erste Zeit des Tages. Und segne du meine Zeit und dann wird die Zeit für mich multipliziert. Das Gleiche ist mit meinen Begabungen und Talenten. Jeder von uns ist begabt und jeder von uns hat Talente. Und ich bringe diese Begabung, dieses Talent, bringe ich Jesus zurück. Ich bringe es und sage es, hier ist die Begabung und Talent, bitte segne du es. Und dann gibt Jesus mir das wieder zurück. Und das ist das göttliche Prinzip. Zuerst muss es gesegnet sein, bevor es multipliziert werden kann. Und da Finanzen so ein großes Thema ist, möchte ich noch mal leben, einfach das lesen, weil das so wichtig ist. Maleachi 3, die Verse 10 und 11. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, technisch ins Vorratshaus, geistlich bringen wir es Jesus. Damit Speise im Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass er euch der Weinstock auf dem Feld nicht Frucht der bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, wir bringen den Zehnten Jesus, er bekommt ihn, er segnet ihn und der Rest kann sich multiplizieren. Wenn wir diesem geistlichen Prinzip nicht folgen, wird die Multiplikation sich nicht vollziehen. Und mit dem Zehnten ist es so, und das ist so mein Herz, dass wir alle darüber Offenbarung bekommen, damit wir den Segen des Herrn empfangen. Wir ehren Gott damit. Ja, und dann kommt automatisch der Segen. Aber zuerst kommt das Ehren für Gott. Und ich kann das so für uns sagen, und Gott gebührt die Ehre. Und wir stehen auf diesem biblischen Prinzip, wir Gramer sind versorgt. Wir Gramer sind versorgt. Und ich weiß, der Feind will mich jetzt angreifen oder auch später auch angreifen. Aber die Wahrheit ist, wenn die Gramers ihren Zehnten Jesus bringen, wird der Rest multipliziert. Wir sind versorgt. Heißt das, dass wir Millionäre sind? Nein, das heißt es nicht. Wir sind versorgt. Reicht uns das, dass wir versorgt sind? Das reicht, wir sind versorgt. Für alle Lebenssituationen, die wir haben, sind wir versorgt. Amen. Und das ist das biblische Prinzip. Und das zweite Prinzip der Multiplikation Gottes oder Gottes Prinzip der Multiplikation ist, es muss weggegeben werden, bevor es multipliziert werden kann. Bevor Jesus die Dinge in unserem Leben multiplizieren kann, bringen wir es ihm, es muss gesegnet werden. Er gibt es uns zurück und dann geben wir es weg und dann kann es multipliziert werden. Das heißt, wenn das, was wir von Jesus bekommen, nicht weggeben, kann es nicht multipliziert werden. Und das ist so, wenn wir bei den Finanzen sind und Finanzen ist so ein großes Thema, ist so, wenn wir den Zehnten bekommen, und da hat auch die Stefanie letzten Sonntag darüber gepredigt, die 90% ist Versorgung für uns und auch Saatgut.
Das heißt, wenn wir die 90% für uns verwenden, haben wir nichts, was wir weggeben, was Gott multiplizieren kann. Und wir haben auch alle Saat aufgegessen. Und ich möchte einfach zwei, drei Beispiele aus unserem Leben erzählen und Gott bekommt die Ehre dafür, ganz klar. Und ich habe als junger Christ gefragt, Gott, was soll ich denn geben, so über den Zehnten hinaus? Und Gott hat mir immer wieder, oder sagt mir jedes Mal, was ich geben soll. Jedes Mal. Ich frage Gott immer vorher, auch vor jedem Gottesdienst, frage ich, was ich geben soll. Und wir sind ja regelmäßig beim Winterbibelseminar, bei der Fortbildung. Und das ist immer spannend. Und ich frage Gott immer in Deutschland, was soll ich geben bei dem Winterbibelseminar? Und jedes Mal war das ein außergewöhnliches Geben. Ein schmerzhaftes Geben. Haben wir vergangenen Sonntag auch in der Predigt gehört. Das heißt, es war immer, wo ich zuerst gesagt habe, okay, wow, da zieht es sich bei mir zusammen im ersten Moment. Und dann aber sage ich, hey Gott, es gehört ja sowieso alles. Und ich gebe und ich bin dann, und dann kommt die Freude. Da kommt die Freude. Wenn du dich davon losmachst, kommt die Freude zu geben. Ja, und ich habe das mit Freude gemacht, dann weiterzugeben. Oder auch beim Reinhard Bonnke damals, vom Minus zum Plus, dass die reiferen Christen unter uns, die schon lange Christen sind, die kennen das noch, Reinhard Bonnke, vom Minus zum Plus. Und der war damals in Neu-Ulm in dem großen Saal und dann hat Gott auch zu mir gesprochen und Gott gibt dir Ehre. Ich will das zur Ermutigung sagen. Und damals gab es noch D-Mark. Also schon eine Weile her. Also ich bin schon ein paar Tage Christ, habe ein bisschen was, ja genau, letztes Jahrhundert, genau. Und da hat Gott mir damals einen fünfstelligen D-Mark-Betrag genannt, den ich geben soll für die Aktion vom Minus zum Plus. Und das hat im ersten Moment war außergewöhnlich, hat mich auch im ersten Moment geschmerzt, aber dann kam die Freude über das Geben und Gott kann das dann nehmen und nimmt das und multipliziert. Und daher weiß ich, dass wir grammatisch versorgt sind, ja, egal wie die Zeiten sind, weil wir diese biblischen Prinzipien aufwenden. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel sagen. Und zwar waren wir auf einem Seminar, von einem christlichen Seminar, Steffi und ich, 3 Tage. Und das war ein Seminar, wo du keine Teilnehmergebühr hast. Denkst du, wow, das ist ja cool, ich muss nichts investieren. So, und dann gibt es immer zum Schluss dann so ein Körbchen, wo du was reingeben kannst. Ja, auf jeden Fall 3 Tage. Und dann auch wieder gefragt, Gott, was dürfen wir geben aus Dankbarkeit, was wir aus dem Seminar bekommen haben. Und Gott hat zu uns gesagt, einen 50 Gramm Goldbarren. Okay, heutiger Wert 2.700 Euro. Dann denkst du auch erst Moment, da zuckt es im ersten Moment. Und dann denkst du, wow, nee, das stimmt. Dieses Seminar war so gut. Es war so gesegnet. Wir profitieren noch heute davon. Und dann haben wir mit Freude diesem Seminarleiter diesen 50 Gramm Goldbarren gegeben. Gott hat uns diesen Goldbarren in die Hände gegeben. Wir haben ihn gegeben. Jesus hat ihn gesegnet und wir haben den weitergegeben. Was passiert mit diesem 50 Gramm Goldbarren? Der wird sich multiplizieren. Bist du versorgt, wenn du etwas weggibst, was auch außergewöhnlich ist? Du bist versorgt. Die Dinge werden sich multiplizieren, wenn wir diese biblischen Prinzipien folgen, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, wenn wir ihn ehren. Und zum Schluss möchte ich sagen, es geht ums Herz. Wir haben viel über Finanzen gesprochen. Und Finanzen ist ein wichtiges Thema. Wir alle brauchen Finanzen, in Anführungszeichen. Wir leben von Finanzen ein Stück weit, also im natürlichen Bereich. Aber es geht immer ums Herz. Es geht immer um unser Herz dahinter. Gott sieht immer das Herz dahinter. Nicht das, was wir praktisch tun, sondern unser Herz dahinter. Und ich möchte zum Schluss noch mit dem Satz enden. Wir geben nicht, um zu bekommen, sondern wir bekommen, um zu geben. Wir bekommen, um zu geben. Und das ist so ein Switch, wo ich mich auch immer wieder daran erinnern muss, gedanklich, hey, wir geben nicht zu bekommen, um zu bekommen, sondern wir haben bekommen in unserem Leben, um zu geben. Und wenn es 5 Fische sind und 2 Brote, dann lasst uns das Jesus bringen. Jesus segnet es, er gibt uns das zurück. Wir geben es weiter und es multipliziert sich. Und das ist das göttliche Prinzip, das Prinzip der Multiplikation. Und ich möchte uns einladen, dass wir die Augen schließen und schauen einfach, was hat Gott, was hat der Heilige Geist zu mir jetzt durch diese Botschaft gesprochen.
Wir geben nicht, um zu bekommen, sondern wir bekommen, um zu geben. Zeit, Talente, Fähigkeiten, die wir bekommen haben und auch Finanzen. Wir haben auch schon gehört, Finanzen ist das Geringste aus der Bibel her. Das ist das Geringste. Aber wir bekommen, um zu geben. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du heute hier bist oder auch zuschaust oder auch zuhörst im Podcast und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben mit einer ganz, ganz echten Entscheidung. Dein Leben Jesus gegeben, damit Jesus dein Leben segnen kann. Und er wird das Leben zurückgeben, er wird sein Leben in dein Leben hineingeben. Und all das Gute, all das Himmlische wird sich multiplizieren in deinem Leben. Und möchte ich einladen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann ist jetzt Gelegenheit. Ich bete vor, du darfst nachbeten. Und ich möchte auch jeden anderen auch einladen, wenn du sagst, in dieser Botschaft war für mich was dabei. Ich möchte das erneuern. Ich möchte, dass Gott sich in meinem Leben multipliziert, in allen Bereichen meines Lebens. Dann möchte ich dich einladen, mitzubeten. Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, ich danke dir, dass ich dir mein Leben ganz anvertrauen darf. Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Segne du mein Leben. Nimm du mein Leben. Führe du mein Leben. Leite du mein Leben. Multipliziere du dich in meinem Leben und durch mein Leben. Danke für deine Gnade. Danke für deine Versorgung. Danke für deinen Segen. Amen. Cool, dass du dabei warst, aber bleib hier nicht stehen. Sei jeden Sonntag online dabei. Drück auf Abonnieren, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Du kannst auch auf den Spenden-Button klicken und die Kirche unterstützen, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Teil doch dieses Video mit jemandem und sei nächste Woche wieder dabei. Bis dann.